In einer Kleinstadt in Schottland gehörte es zum Alltag des jungen Graham Aubrey, schikaniert zu werden, bis er entdeckte, fröhliche Weihnachten, dass er mit einer Gabe gesegnet war, die ihm die Flucht in eine völlig neue Welt ermöglichte. Seine Faszination wird zur Besessenheit, die alles verändert. Er rebelliert gegen Funktionäre. Die Sattelspitze muss sich 5 cm hinter der Mitte der Tretlagerachse befinden. Fünf Zentimeter. Und hält sich nicht an Konventionen. Warum ducken Sie Skifahrer? Wegen der Aerodynamik. Genau. Und wieso tun das nicht auch Radfahrer? Mit einer unvorstellbaren Vision. Vergiss die Regeln und fang bei Null an. Lass uns aufs Ganze gehen und ein neues Rad bauen. Und einem unglaublichen Talent. Das Rad von Boardman kostet allein in der Entwicklung 500.000 Pfund und wurde am Computer entworfen. Wie zum Teufel willst du mit diesem Ding da, das aus Schrott und Waschmaschinenteilen zusammengeschraubt wurde, einen Weltrekord brechen? Ich werde den Weltrekord brechen, mit oder ohne deine Hilfe. Es ist schrecklich, wie er fährt. Seine Sitzposition ist einfach grotesk und hässlich. Wir dürfen nicht zulassen, dass er uns lächerlich macht. Doch einige wollten seinen Erfolg verhindern. Die Sitzposition von Herrn Aubrey wird gemäß den Richtlinien des Weltradsportverbandes nicht zugelassen. Und das machte ihn umso entschlossener. Aufgrund der Sicherheitsbedenken des Verbandes habe ich ein paar Änderungen vorgenommen. Und los geht's. Erleben Sie den Triumph mit, der eine ganze Nation begeistert hat. Auf einen neuen Weltrekord. Auf einen neuen Weltrekord. Johnny Lee Miller, Billy Boyd und Brian Cox. Nach der wahren Geschichte einer der größten Sportlegenden Schottlands. Flying Scotsman. Allein zum Ziel.